strucksdüster, aber richtig düster. Ja, 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 so ist es. Und, warum langt das so? Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Nevergest. Boss Goldini? Na gut, das interessiert mich aber nicht wirklich. Kann man das eigentlich irgendwie ausschalten? Ich weiß es gar nicht. Hä? Ach, die schalten sich ja jedes Mal von alleine wieder an. Aber irgendwie schalten sie sich gleichzeitig wieder aus. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Minecraft mit Nevergest. Wir sind wieder hier. Ich habe Level 5 gerade. Stärke, Haltbarkeit, Glück und Effizienz. Und wir haben ein kleines Problem. Zwei kleine Probleme. Das erste Problem, was wir haben, ist folgendes. Oder wir haben drei Probleme. Erstes Problem wäre, dass der Shader momentan nicht geht. Also, er geht schon, aber wenn ich ihn aktiviere, dann kann es passieren, dass wir zu richtig krassen Lags kommen. Deswegen habe ich den Shader momentan nicht an, wegen den Pokémon-Mods. Ich habe da bis jetzt noch nicht auf eure Disco-Party! Woohoo! Yeah, yeah, yeah! Oh, Nico, bist du vielleicht mal hier? Und habe ich überhaupt die Musik richtig eingestellt? Ist das zu laut? Oh, nein, habe ich nicht. Okay, wenn es die ersten paar Sekunden jetzt laut war, dann tut es mir sehr leid. Aber trotzdem, Disco! Woo! Yeah! Was wollte ich sagen? Also, erstens, der Shader mache ich momentan raus. Zweitens, meine lieben Freunde, der Pokémon-Mod tut alle feindlichen Kreaturen in Minecraft ausmerzen. Das heißt, es gibt momentan weder Creeper noch Zombies noch irgendwas auf dieser Welt. Ja, das ist das zweite. Und das dritte, ich werde das selber mal mit meinem Pisami rumlaufen. Ich glaube, bist du... Attacke! Und das dritte bezieht sich auf den Mod insgesamt. Und zwar... Oh, habe ich gerade eine Schere dabei? Natürlich nicht. Da wir in dieser alten Region hier leben, gibt es keine Beerenbäume. Das heißt, und die Beerenbäume sind da, um sich die Pokebälle zu machen. Super. Das heißt auf Deutsch, wir können keine Pokebälle machen. Das heißt, der ganze Mod an sich ist sinnlos. Da habe ich mir jetzt aber was ausgedacht. Und zwar fürs Erste werde ich jetzt... Jetzt werden mich einige ganz dolle hassen. Giftpuder. Egelsamen, Tackle, Heuler. Komm, Heuler raus und da bin ich mal Giftpuder. Super. Ach, ein Schlafpuder auch noch? Boah, nee, Schlafpuder nehmen wir nicht. Jawoll. Und dafür werde ich jetzt einfach mal in den Game Mode gehen. Landwelt starten, wir sind übrigens mal alleine, diese Welt. Moment. Game Mode. Was mache ich denn? Game Mode 1. Und mir ein bisschen hier etwas herausnehmen. Das mache ich aus dem einfachen Grunde bei dem Game Mode jetzt. Dieser Pokémon Mod ist ja nur zum Spaß da. Der tut in keinster Weise irgendwie unsere Welt beeinflussen. Und wenn der Pokémon Mod irgendwann wieder weg ist, dann ist auch alles wieder weg. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, dass ich irgendwie was hübschen Pokémon, okay. Das Recht zu schustern zu wollen, ist halt einfach so. Deswegen haue ich jetzt mir mal hier ganz kurz. Muss ich mal ganz kurz gucken. Einen Moosfelsen hier hin. Dann haue ich mir mal ganz kurz eine Fossilienmaschine hier hin. Dann haue ich mir ganz kurz eine eine Klonmaschine hier hin. Und dann 1, 2, 3, 4. Ne, Quatsch, die war gekocht, egal. 4, 5. Ist auch gekocht. Ah, das sind 6 Aprikosen, es gibt's, okay. Die Orden sind relativ egal, die brauchen wir eh nicht. Was ist das hier? Das sind irgendwelche... Ach, das sind die Items. Na egal, brauchen wir auch nicht. Fossilreiniger. Brauchen wir Fossilmaschinentank.
Hab's gleich, kein Problem, hab's gleich. Eisfelsen brauchen wir noch. Ranch Upgrade. Brauchen wir alles nicht. Tauschmaschine brauchen wir ja nicht. Geladener Schrein, Feuerorb. Der Mod macht hier an sich. Mir fällt gerade so auf, der Mod an sich macht komplett keinen Sinn hier. Ja, tackeln wir das einfach mal ganz kurz. Weiß gar nicht, was macht Rankenhieb? Oh, das sieht schon ein bisschen mehr. Oh, ein bisschen Rankenhieb hier. Hätte no Effekt. Macht der Heuler. Achso, es hätte no Effekt. Ja, weil er mich wahrscheinlich schon so angeheult hat. Das ist absolut keinen Spaß mehr macht hier. Gut. Level 14, super. Dann gehe ich mal zurück aus dem Game-Mode. Also in gewisser Weise, warte mal. Ist das mein Inventar jetzt hier? Bri, genau. Eine schwarze, eine weiße, eine davon. Genau. Game Mod 0. Und dann machen wir ganz kurz den da und den da und buddeln das ein. So. Auf Deutsch haben wir jetzt nichts aus dem Mod mitgenommen, außer die Aprikokos. Stimmt's? Genau. Das hat einen ganz speziellen Grund und zwar. Also normalerweise hätte ich mir zu Fusilienreiniger und den ganzen Spaß auch geholt. Aber, was ist das denn? Ein Ladybar, Level 23, nee danke. Ladyan sogar. Aber, mir fällt gerade auf, hier gibt es ja im Boden keine Ressourcen. Wir brauchen Feuersteine, wir brauchen Fusilien, wir brauchen allen möglichen Spaß. Und das gibt es hier alles gar nicht. Der Mod an sich würde ich ziemlich gerne behalten und auch benutzen, Schrägstrich. Hier brauche ich gar nicht hingehen. Aber nicht die Art und Weise. Das heißt, auf Deutsch, die Pokémon bleiben jetzt einfach mal drin eine Weile. Wir können auch neue Pokémon fangen, weil dazu brauchen wir diese Bären. Deswegen habe ich mir die Bären jetzt mal geholt. Ich habe sogar die eine aus Versehen doppelt. Die kann ich auch gleich mal wegschmeißen. Warte, Moment, dann schmeiße ich eine noch weg. Damit es wirklich fair bleibt. So. Diese Beeren kann man anpflanzen und die kann man vermehren. Die sind für die Pokebälle, damit wir uns neue Pokémon fangen können. Das ist der einzigste Grund, den ich gerne machen möchte. Oh, guck mal hier, ein Ladybug. Komm her! Jawoll, Kampf! Tackle! Sehr schön, super schade, ich hoffe, ich bin nicht verwirrt. Jawoll! Super. Das ist das Einzige, was wir momentan machen möchten. Also einfach so ein paar Pokémon... und ich warte ehrlich gesagt auf eure Antwort. Ob ihr, ich mach's mal noch ein bisschen leiser. Ob ihr den Pokémon-Mod behalten wollt oder ob ihr den nicht haben möchtet. Oder ob ihr wieder die Zombies und so einen Spaß haben möchtet. Pikachu Level 50, natürlich. Natürlich morgen ist es ein Pikachu Level 50. Warum nicht? Hatte ich das Zeug schon irgendwo aufgestellt? Ja, einen Fusilienreiniger hat man und eine... Wo hab ich denn? Ein PC-Hammer. Und eine Heilstation-Hammer. PC bringt mir bloß gerade nicht... Der Fusilienreiniger bringt mir bloß nicht viel. Aus dem einfachen Grunde, dass... Pokédex habe ich, gell? Genau. Dass ich keine Fusilien habe. Der kann zwar da stehen bleiben bei der ganzen... Oh, dann zeig mal her. Abbauen kann ich ihn auch, okay. Dann stelle ich den jetzt einfach mal hier hin. Als so Vitrine oder so. Aber Fossilien habe ich ja gar nicht. Kann ich was anderes reinchecken? So vitrinenmäßig. Fisch.
Nö. Tja. Und darum bauen wir jetzt einfach mal die Aprikokos an. In einer Spezialanbau. Gucken wir mal ganz kurz. Können wir ja. Eigentlich können wir die momentan hier drinnen einfach mal anbauen, weil wir haben jetzt drin gerade eh nichts anderes stehen. Wir nehmen aber wirklich nur eine von jedem. Wir stellen die einfach so hin. Flup, flup, flup. Dass wir ja nicht irgendwie so uns ein bisschen hier cheaten können oder so. Wir stellen hier einfach jetzt ein paar Aprikokos hin. Klack. Die fangen dann an zu wachsen. Und dann sind hier bald Aprikokos drin, ganz einfach. Mit denen kann man sich dann Pokebälle craften. Und dann irgendwann geht's weiter. So, währenddessen können wir uns Pikachu Bisasam hochleveln. Aber wir wollen natürlich das Bisasam nur nebenbei hochleveln und den ganzen Spaß. Wir wollen das alles nur nebenbei machen. Das Crafting-Buch kann ich übrigens auch komplett wegschmeißen. Weil das geht alles über das über den Tab G hier. Ihr seht es, ich komme auch so da rein. Ist aber noch so Mods drin. Ja, ich würde natürlich trotzdem gerne weiter bauen und so einen Spaß hier alles. Wir haben noch, und deswegen möchte ich mal ganz kurz hier den ganzen Zuckerrohr wieder abernten. So, denn das Pokémon ist zwar wunderschön und macht auch viel Spaß, aber wir wollen natürlich nicht vergessen, dabei unsere eigentliche Welt hier weiter voranzutreiben. Und dazu brauche ich auf jeden Fall Rosenblätter jetzt. Die müssen mich hier reingepflanzt werden, sonst kann ich auf jeden Fall, wenn ich das abernten will, rein. Boah, mir juckt die Nase. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich hoffe echt nicht. Boah, ich muss nicht. Ich musste niesen. Tja, momentan kommen ja auch die ganzen Folgen raus. Doppelfolgen und 25 Minuten und was weiß ich nicht, weil ich so viel Aufnahme habe, dass ich einfach nicht mal weiß, was ich damit machen soll. Und eventuell bleiben wir auch ein bisschen länger in der Gegend hier. Man weiß es nicht, man munkelt noch. Ah, hier habe ich die ganz anderen Schrott drin. Das brauche ich alles gar nicht mehr. Na gut. Fisch durch mal hier rein. Was ich ziemlich geil finde, ist, wenn man Kapados kaputt macht, dass man dann einen Fisch bekommt. Das empfinde ich doch als recht angenehm. Und wir haben Level 5. Ich würde das gerne bis hochstocken. Das Level 5 haben wir dann irgendwas, das machen. Nein, kann man nicht. Dann tun wir mal. Bevor ich jetzt hier weiter sinnlos rumlaufe und irgendwas versuche zu machen, fangen wir jetzt mal an, uns Wolle zu holen. Habe ich denn noch irgendwo eine Schere? Hier habe ich den Dark Vibrösor. Der momentan auch wirklich sehr viel bringt. Was ich cool finden würde, wenn man den Pokémon mit irgendwie ausschalten könnte pro Welt. Mod Options, aber da gibt es hier nichts. So, und Twitch-Einstellungssteuerung, Shader-Steuerung eventuell. Game Shark, was auch immer ein Backflash ist, ich habe keine Ahnung, was das für eine Taste sein soll. Inventar, Schnellzugriff, Befehlsleiste öffnen, angreifen, platzieren, Block, Gegenstände, Porträt, Reposition Guy, sprechen, stumm schalten, Stream pausieren, Kameraverhalten wechseln, Open Craft Guide. Perspektive umschalten, Screenshot Vollbildmodus, K-Next Pokémon RB Racket. Das war's. Na gut, haben wir dann noch irgendwo eine Schere? Oh. Anscheinend nicht, ich mache mir jetzt einfach mal eine. Klack, klack. Und dann holen wir uns mal ein bisschen Wolle. Ich habe ja auch immer noch, dass Schaf hier drin ist, aber wenn es Lust dazu hat, dann soll es das halt machen. Das stört mich nicht wirklich. Oh. Falls euch wundert, ich suche gerade einen Seed. Ich hoffe, dass ich wirklich schnell bekommen habe, aber irgendwie. Ja doch. Ah doch, da habe ich einen. So. Du auch noch da drüben, komm.
Nicht so schüchtern. Ich glaube, ich muss hier mal zu härteren Mitteln greifen. Wir brauchen ganz kurz das Loot von den Viechern. So, eins. Problem ist halt, wir bekommen momentan weder Knochen noch Spinnenseile, aber wir haben ja noch genug Spinnenseile. Von da aus ist Spinnenseile schon mal kein Problem. Nur halt mit den Knochen könnte es eng werden. Aber Knochen braucht man ja generell eigentlich. Wie ging das denn? Ich glaube, so ging das. Genau. Knochen braucht man ja generell eigentlich nur, um Dinge schneller wachsen zu lassen. Von da aus ist das kein Problem und du wirst sofort herkommen. Du wirst sofort herkommen. Ich wusste übrigens gar nicht, dass das geht. Ich hab's einfach nur gerade so gemacht. So, mitkommen. Ja, sag mal, bist du behindert? Hat man sich ins Gehirn geschissen? So. Na gut. Dann nehmen wir mal das Schaf gleich, damit wir einmal die Leine dabei haben. Schaf, du musst hier lang. Und das Ei da nehme ich auch mit. Mitkommen, Schaf. Mitkommen, Schaf. Sehr gut. Mitkommen, Schaf. Dieses Schaf. Ja, ja. Sehr gut. Voll gemacht, Günther. So. Was hat man Schafe nochmal gefüttert? Mit Weizen wahrscheinlich hier. Geht das echt mit? Lol. Ich kann meinen Golem mit mir rumführen. Mann, die Leinefrau. Was? Was? Das habe ich nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Das war einfach. Es ist über mich hergekommen und dann war es halt so. Ja, doch, da wächst das Zeug schon. So, ich wollte immer noch Schafe scheren und wenn ich das noch ein paar Mal vergesse, dann wird es auch kritisch. Wir haben hier leider momentan noch nicht so viele Schafe. Was daran liegt, dass ich die letzten Folgen mit irgendwas anderem verbracht habe. Außer mit Schafen. Und, ja, ne? So, da haben wir noch zwei Weizen. Das reicht mir für einmal neue Schäfchen. Klack und klack. Wir haben immer noch, wie die Schafe hier drüber gekommen sind, aber na gut, haben wir irgendwie geschafft, ne? So. Hier waren wir ja soweit fertig. Auch hier waren wir fertig. Wir brauchten auf jeden Fall noch Zaun. Wir haben aber genug Holz für Zaun. Das sehe ich doch sehr gerne. Dann nehme ich mir mal hier den Stapel weg und mach einmal Klick und einmal Klack und dann haben wir hier wieder ein paar Zäune. So, dann noch ein paar und dann haben wir hier noch ein paar. Komm auf, genau 64. Ein Pichu. Oh, wie süß. Ja, wer ist süß? Ja, du bist süß. Jump'n'Run. Skills ohne gleichen. Es ist einerseits, muss ich sagen, erschreckend, dass keine Monster mehr da sind. Andererseits ist es aber auch entspannend, weil wir können hier wunderbar bauen. Ja, wir können so wunderbar bauen. So, jetzt hoffe ich, dass ihr jetzt Spaß habt, weil ich so wirklich viele Scheren nicht dabei habe. Eine.